Veganes Essen wird zunehmend beliebt. Das beweist die erfolgreichste Restaurantkette Österreichs, Veggies, das nun auch im ECE Kapfenberg eröffnet hat. Veggies ist ein sehr innovatives, veganes Konzept. Das heißt, wir bieten vegane Ernährung, vegane Speisen aus vorwiegend regionalen Produkten, vorwiegend in Bioqualität. Und unser Hauptaugenmerk richtet sich auf Personen, die sich entweder vegan ernähren oder zu den sogenannten Flexitariern zählen. Das heißt, Personen, die durchaus zwischendurch sich gesund ernähren möchten und auf vegane und vegetarische Speisen zurückgreifen. Veggies Restaurant gibt es inzwischen bereits 4-mal in Wien, in Graz, jetzt neu im ECE Kapfenberg und bald auch in Linz. Vegan ist also im Vormarsch. Viele suchen die Abwechslung. Blättert man in der Speisekarte, so stellt sich heraus, das Angebot ist sehr umfangreich. Wir haben Unmengen von Gerichten, wie angefangen von Wraps, wir haben Burger, wir haben Steak-Vegane, wir haben Speck-Vegane, Unmengen von Soßen haben wir, Getränke haben wir haben super, super tolle Shakes, Muffin haben wir und Brownies haben wir. Das kann man sich alles derzeit im ECE Kapfenberg bei unserem tollen Mise en Place, was wir vorbereitet haben, bestellen. Und in Zukunft werden wir höchstwahrscheinlich auch Hauszustellungen machen. Kapfenbergs Bürgermeister begrüßte die Entscheidung, dass vegane Speisen im ECE angeboten werden. Und seine Kenntnisse darüber lassen fast schon einen Veganer vermuten. Ja, ist mir geläufig. Ich muss aber sagen, das hat mir der Herr Kramer eigentlich beigebracht. Ich habe mir geglaubt, dass das etwas Eintöniges sein muss und bin draufgekommen und das stimmt überhaupt nicht. Das ist sehr schmackhaft und da kann man wirklich, ich habe schon bis zu einem 7-gängigen Menü alles gegessen, was ich vorher für unmöglich gehalten hätte. Das ist eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen. Es hat sich ja schon sehr gut positioniert gehabt. Leider durch den Wechsel des Koches ist dann ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber jetzt, glaube ich, haben wir wirklich einen sehr guten Anbieter, der österreichweit tätig ist und ich bin sehr froh, dass es das in Kapfenberg gibt. Der Trend geht ja in diese Richtung, eben vegan zu sein und ich glaube, dass das Essen wirklich schmackhaft ist. Das noch nicht probiert haben, sollen sie mal probieren. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Anlässlich der Eröffnung gab es eine Kostprobe. Was wurde hier serviert? Wir haben da drüben jetzt von unserer tollen Marke von der Musetti haben wir ein Bio-Café und wir haben auch die Muffin. Und die Muffin sind so gemacht worden, dass eigentlich sie gesund sind. Jedenfalls hat damit das ECE eine große Bereicherung im Gastronomieangebot geschaffen. Jedenfalls also vom Namen her und vom Angebot her ist es was Besonderes. Es ist der Marktführer am veganen Gastronomiebereich. Und sind also Spezialisten und sind seit 3 Jahren in Österreich präsent und haben sehr viel Erfahrung in dem Sektor schon gesammelt. Und darum bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch hier in Kapfenberg gut ankommen wird. Das wünscht sich auch Geschäftsführer Messam Fazeli, der hier wohnt und Kapfenberg sehr schön findet. Ab 8 Uhr gibt's veganes Frühstück. Vielleicht sollten Sie damit beginnen. So, meine lieben Kapfenberger, hier im ECE bei uns. Wir haben das Veggies für euch errichtet. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen. Ihr werdet es auf keinen Fall enttäuscht. Kommt vorbei, lasst euch verführen von der Marke Veggies.